Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist René Wengelewski und in dem heutigen Video geht es um den Fendt 724 Gen 6. Wir sehen hier im Hintergrund den Fendt 724 S4 sowie den aktuellen Nachfolger Fendt 724 Gen 6, so wie er liebevoll genannt wird. Worin unterscheiden sich jetzt aber diese beiden Top-Modelle? Die Kenner von euch werden es direkt auf den ersten Blick gesehen haben, denn die beiden Modelle unterscheiden sich von außen im Grunde eigentlich nur in den Details. Und das bekannteste Detail ist, glaube ich, der Aufkleber an der Motorhaube. Der hat sich nämlich maßgeblich verändert, wirkt junger, dynamischer, ein bisschen frischer, allerdings auch nicht so erhaben wie damals die Schriftzüge beim 8er und 9er, also so hervorgehoben, sage ich mal. Der ist ja wiederum mittlerweile auch zu einem normalen Aufkleber übergegangen. Allerdings hat sich nicht nur der Aufkleber auf der Motorhaube geändert, sondern auch der Schriftzug an der Tür, woran man die Ausstattungslinie des Schleppers erkennen kann. Also es wird weiterhin Power, Power Plus, Profi, Profi Plus geben. Allerdings, wie gesagt, mit einem anderen Schild an der Tür. Und sie werden sich nochmal dahingehend unterscheiden, dass es für jede Ausstattungsvariante ein Setting 1 und Setting 2 geben wird. Aber dazu gleich mehr in der Kabine. Des Weiteren haben wir auf jeder Seite mittig vom Schlepper unten am Tritt je ein Katzenauge, was womöglich auch wie die Warntafeln auf den Kotflügeln unter bestimmten Voraussetzungen vorgeschrieben ist. Und ebenso auch Begrenzungslichter oben, die quasi an den Begrenzungslichter, die nach vorne gerichtet sind, angebracht sind, die jetzt zur Seite in orangenem Licht leuchten, welche ich allerdings ziemlich sexy finde. Wenn man dann noch mal ganz genau hinguckt und das Dach betrachtet, erkennt man zwei neue schwarze Antennen, die sogenannten Haiflossen. Und die sind ja mittlerweile auf allen neueren Fendt-Modellen vorhanden und stehen in Zusammenhang mit der Telemetrielösung von Fendt, also dem Fendt Connect bzw. Fendt Smart Connect. Ich bin also in der Lage, zum einen ein WLAN-Netzwerk, um den Träger aufzubauen und mich mit einem Smart Device dort einzuwählen, um verschiedene Parameter anzeigen zu lassen bzw. die Anzeigefläche zu erweitern. Oder ich kann auch von außerhalb mit dem Computer oder mit dem Smart Device auf den Schlepper zugreifen, in einer Kartenansicht anzeigen lassen, wo der Träger gerade ist, wo er lang gefahren ist und entsprechend auch dort ja, quasi den Betriebsstundenzähler und die Fahrgeschwindigkeit und so weiter einsehen. Was man ansonsten noch erkennen kann, ist, dass der Anfahrschutz vorne an der Motorhaube für den Frontlader bei diesem Modell nun grün ist. Keine Ahnung, ob das immer so sein wird bei unserem Trecker. Mit dem Quicke-Frontlader ist er noch grau gehalten. Kann auch daran liegen, dass jetzt an dem neueren Modell der Cargo-Frontlader verbaut ist. Aber wie gesagt, das ist noch so ein kleines Detail. Und was bei diesem Schlepper jetzt noch fehlt, ist die ab Werk erhältliche Isobus-Dose für die Front. Also wenn wir beispielsweise einen Amazone F-Tender mit Isobus-Steuerung vorne in der Front hätten, dann könnten wir dort auch direkt ab Werk eine Isobus-Dose bekommen, dort den Stecker anschließen und hätten dann auch ein Frontanbaugerät auf unserem normalen Isobus. Des Weiteren haben wir jetzt bei dem 724 Gen 6 rundum zu LED-Lichter verbaut und Klaus sagte schon, wenn du einmal mit LED-Lichtern gefahren bist, willst du nichts anderes mehr haben und ja, was soll ich sagen? Die sind schon gut und die sehen auch richtig sexy aus. Also auch die Rücklichter und so. Ah ja, das hat schon was. Unter der Haube haben wir bei beiden Schleppern den gleichen Motor, also einen 6-Zylinder-Deutz-Motor mit 6,1 Litern Hubraum, 237 PS Nennleistung, 246 PS Maximalleistung. Allerdings, ich weiß nicht, woran es liegt, wurde jetzt das Drehmoment bei dem Gen 6 von 1058 auf 1072 Newtonmetern angehoben. Natürlich können wir auch hier wieder von 0,02 bis 55 km/h stufenlos vorwärts beschleunigen, bis maximal 33 km/h rückwärts. Und wir haben wieder 400 Liter im Dieseltank, 38 Liter im AdBlue-Tank, sind allerdings bei dem Gen 6 jetzt mit der Abgasstufe 5 unterwegs. Gewichtstechnisch gibt es bei den beiden Modellen ansonsten auch keine großen Unterschiede. Also ihr merkt, grundsätzlich von außen ist alles soweit gleich geblieben und auch Motor- und Getriebeseitig ist größtenteils alles gleich. Wir haben also kein Vario-Drive oder sonst irgendwas, das würde dann wahrscheinlich in der nächsten Ausbaustufe kommen. Allerdings hat sich das Bedienkonzept grundlegend verändert. Und deswegen würde ich sagen, springen wir einmal in die Kabine. Die neue Bedienphilosophie Fendt One besteht im Grunde aus zwei Punkten. Damit zum einen den neuen Fahrerarbeitsplatz, also wo wir uns jetzt hier befinden,
und die Fendt One Plattform. Das Ganze wird auch Onboard und Offboard genannt und hat den Hintergrund, dass wir sowohl bei der Onboard-Variante auf unseren Terminals so ziemlich die gleichen Ansichten haben, wie auch bei der Offboard-Variante auf unseren Smart Devices oder auf unserem Computer. So dass wir eben in Zukunft am Computer bzw. eben auf den Smart Devices, wie beispielsweise Tablets oder Handys, Aufträge, Felddaten und so weiter organisieren kann, strukturieren kann, verwalten kann und so weiter und die dann eben drahtlos an die Onboard-Version auf den Trecker transferieren kann. In den 3 Wochen, in der mir der Trecker zur Verfügung gestellt wurde, war es mir jetzt nur möglich, die Onboard-Variante, also den Trecker selber, zu testen. Die Offboard-Version ist aktuell noch gar nicht verfügbar und wird wahrscheinlich dann erst in den kommenden Monaten freigeschaltet, sodass ich dann hoffentlich nochmal das Ganze angucken kann und euch vielleicht darüber berichten kann. Ich würde dieses Video gerne aufbauen, wie auch bereits den ersten Teil der Fendt Basics, also einmal über die Kabine selber sprechen, alle Komponenten, die da drin enthalten sind, und danach auf die Funktionalität eingehen. Also grundsätzlich hat sich an der Größe der sogenannten Visio Plus Kabine hier nicht viel getan. Wir haben genauso wie auch zuvor etwa 6 Quadratmeter Glasfläche. Wir haben vorne die gebogene Frontscheibe, die durchgängige, mit 77 Grad Blickfeld, dass wir eben bei Frontladerarbeiten eine gute Übersicht haben. Was sich allerdings geändert hat, ist hier hinten links in der Scheibe, dass hier 2 Kabel rangehen und hier Drähte drin verlaufen. Das ist keine Seitenscheibenheizung oder sowas, das ist quasi für den Radioempfang. Also hier hinten in der Scheibe sind die Antennen verbaut. Was zudem auch neu gekommen ist, dass man jetzt erstmalig die durchgängige Frontscheibe, die man eben nicht öffnen kann, erstmalig auch optional mit der Tür auf der rechten Seite bekommen kann. Auch wenn wir die Tür auf der rechten Seite haben, haben wir natürlich keine B-Säule, um eben eine gute Rundumsicht zu haben. Die beiden Außenspiegel sind wie gewohnt mit den beiden unten liegenden Weitwinkelspiegeln verbaut. Allerdings, wenn wir uns jetzt die Armlehne aufmachen, suchen wir vergeblich die elektrische Verstellung. Die ist jetzt komplett in das Terminal gewandert und da gibt es jetzt noch einen netten Zusatz, denn man kann erstmalig auch endlich die unteren beiden Weitwinkelspiegel elektrisch aus der Kabine verstellen. Bei den Vorgängermodellen war es ja nun bei den oberen großen beiden elektrisch möglich und die unteren beiden Weitwinkelspiegel musste man manuell verstellen. Hier jetzt auch endlich elektrisch aus der Kabine. Was uns allerdings geblieben ist, ist das manuelle Teleskopieren der Außenspiegel, also das elektrische Teleskopieren, wie wir es beispielsweise von den neuen 900ern kennen, aus dem Terminal, aus der Kabine heraus, ist hier aktuell nicht verbaut. Vielleicht ist es ja demnächst verfügbar, wäre auf jeden Fall auch mal eine schöne Sache. Ansonsten haben wir in der Kabine noch unseren super Komfortsitz, den Evolution Dynamic ohne Leder. Auch hier haben wir natürlich wieder Sitzheizung und auch Sitzbelüftung. Ziemlich geiles Feature und wir können ja auch elektrisch die Lendenwirbeldinger alles verstellen. Also alles per Knopfdruck. Was mir jetzt hier bei dem noch so ein bisschen fehlt, ist oben die Stütze der Schultern, was bei dem anderen 7er von uns ein bisschen besser ist. Dafür können wir jetzt hier hinten die Kopfstütze so hin und her schieben und nicht mehr hoch und runter schieben, wie man es sonst gewohnt war. Im Dachhimmel haben wir dann ansonsten noch unser 4.1 Soundsystem verbaut, also 4 Lautsprecher, 1 Subwoofer sollten es eigentlich sein. Ja, Subwoofer habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gehört und der Sound von den Lautsprechern, ja, ist gut, ist normal, ist jetzt nichts, was mich jetzt aus der Kabine scheppern, würde ich mal behaupten. Außerdem haben wir dann hier oben im Dachhimmel noch überall diese kleinen Noppen. Das sind Mikrofone, also wir können unser Handy mit dem Schlepper per Bluetooth verbinden und haben dann eine Freisprechanlage verbaut, wo wir entsprechend 8 Mikrofone im Dachhimmel verbaut haben. Und ich habe verschiedene Testanrufe getätigt, sowohl mit unserem Schlepper als auch mit diesem hier, also mit dem S4 und mit dem Gen 6. Und ja, also es sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen, würde ich jetzt mal behaupten. Es ist kein Rückschritt, aber auch kein Fortschritt. Es ist halt eine Freisprechanlage. Also es ist in Ordnung, sagen wir so. Was haben wir sonst noch an technischen Helferlein hier in diesem Schlepper verbaut oder was haben wir hier noch für Kreuzchen gesetzt, sagen wir so. Also wir haben einmal das Spurführungsbasispaket, nennt sich in diesem Fall jetzt Fendt Guide. Ihr kennt das wahrscheinlich alle noch als Vario Guide und jetzt wird quasi überall Fendt vorgeschrieben. Also es heißt jetzt, wie gesagt, Fendt Guide statt Vario Guide. Es heißt jetzt nicht mehr Variotronic Teach-In, sondern Fendt TI oder Fendt Teach-In. Oder Fendt Contour Assistant, Fendt TE Headland. Das Ganze wurde einfach angeglichen, dass es einheitlich aussieht und ich glaube auch nachgezogen, denn bei Valtra und MF ist es glaube ich schon so, dass da dann irgendwie Valtra Guide oder sowas steht und jetzt halt einheitlich, dass überall Fendt vorsteht. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen, ich sage wahrscheinlich auch noch ein paar Mal Vario Guide oder
Varitronic Teach-In oder sowas, aber normalerweise heißt es dann jetzt entsprechend Fendt Guide. Um die Spurführung zu realisieren, haben wir hier einen Novatel-Empfänger drauf verbaut, und zwar den Novatel Smart 7. Das ist also quasi der aktuellste, der neueste, den man bekommen kann. Also mit dem Empfänger ist man auf jeden Fall für die Zukunft gewappnet. Dann haben wir hier natürlich noch das Agronomie-Basispaket verbaut. Also ich denke, viele von euch kennen aus den Vorgängermodellen das VarioDock bzw. VarioDock Pro. Das Ganze heißt jetzt Fendt TaskDock. Also das Agronomie-Basispaket brauchen wir quasi, um Daten zu erfassen und zu verarbeiten, speziell ISO-XML-Dateien zu importieren und zu exportieren und um auch den Trecker drahtlos mit dem Agri-Router bzw. mit Next Machine Management zu verbinden, um eben Daten hin und her transferieren zu können. Dann haben wir natürlich auch das Maschinensteuerung-Basispaket, bedeutet, wir haben eine Isobus-Dose im Heck. Würde man theoretisch, wie gesagt, auch in der Front optional bekommen können, haben wir in diesem Fall nicht, beziehungsweise in diesem Schlepper nicht verbaut. Dann haben wir auch noch das Telemetrie-Basispaket hier drin, also um Fendt Smart Connect nutzen zu können. Und dann noch ein paar weitere Features wie den Contour Assistant, Section Control, Variable Rate Control. Und auch das TI-Auto, wie es jetzt heißt, da habe ich ja ein Video bereits drüber gemacht, über das TI-Headland sozusagen, verlinke ich euch mal hier oben in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung. Und bei diesem Modell, bei dem Fendt 724 Gen 6, sieht es aktuell so aus, dass man das TI-Headland sozusagen bestellen kann. Aktuell ist aber nur das Auto-Teach-In möglich und der Turn Assistant wird noch nachgeschoben in den kommenden Updates. Also ich kann quasi jetzt aktuell an der Vorgewendelinie die Maschine oder was auch immer ich da habe automatisch ausheben lassen und wieder absenken lassen, anhand der GPS-Position eben. Aber der Trecker kann noch nicht automatisch umdrehen, das kommt dann erst in den nächsten Updates. Also apropos Section Control und Variable Rate Control, ich denke, das ist auch für einige von euch interessant, wenn wir den alten Fahrerarbeitsplatz mit dem neuen jetzt vergleichen, also 724 S4 und 724 Gen 6 in diesem Fall, dann sieht es so aus, dass man beim alten Fahrerarbeitsplatz nur ein Arbeitsgerät per Section Control ansteuern konnte, also quasi ein Boom nennt sich das. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Maisleger hinter habe, den Federstadt-Maisleger, den ich letztens hatte, wo man unter Fußdünger hat, die Mais-Applikation und dann nochmal Mikrogranular, dann hätte ich drei Booms, die ich per Section Control ansteuern könnte. Und beim alten Fahrerarbeitsplatz war es so, dass ich nur einen ansteuern konnte. Also ich musste mich für einen entscheiden. In dem Fall wäre es dann halt sinnvoll bei Mais. Und unter Fußdünger, Mikrogranulat hätte ich dann nicht per Section Control ansteuern können. Das ist jetzt bei dem neuen Fahrerarbeitsplatz anders. Da kann ich halt bis zu 5 Booms ansteuern. Das nennt sich dann Multi-Boom. Also ich kann bis 5 Arbeitsgeräte oder Produkte per Section Control ansteuern. Also wäre das bei der Federstadt halt der Unterfußdünger, Mais-Applikation und Mikrogranulat, wären 3 Stück. Und ich könnte noch 2 weitere per Section Control schalten. Zudem ist es so, dass ich beim alten Fahrerarbeitsplatz auch nur 36 Sektionen in so einem Boom schalten konnte. Mittlerweile sieht es bei dem neuen so aus, dass ich bis zu 144 Sektionen abschalten kann. Und das ist natürlich interessant, wenn ich jetzt beispielsweise meine Pflanzenschutzspritze betrachte. Denn es ist ja so, wenn ich jetzt ganz normal noch Teilbreiten schalte, dann komme ich vielleicht mit 36 Segmenten hin. Wenn ich aber eine Einzeldüsenabschaltung habe, dann brauche ich natürlich viel mehr Segmente. Also quasi eine Düse ist dann ein Segment. Und dann brauche ich natürlich so viele Segmente, wie eben die aktuell bis zu 144 verfügbaren. Hinsichtlich Applikationskarten sieht es so aus, dass ich beim alten Fahrerarbeitsplatz ja auch bereits mehrere Sollwertvorgaben machen konnte. Also ich konnte quasi mehreren Produkten eine Sollwertkarte zuordnen. Das heißt also sowohl unter Fußdünger als auch Mais und Mikrogranulat mit einer Karte versehen. Beim neuen Arbeitsplatz ist es wieder so und da können wir bis zu 6 Booms per Sollwertkarte individuell ansteuern. Das heißt 5 Booms mit Section Control und 6 mit Variable Rate Control. Ja, ergibt beispielsweise Sinn, wenn ich jetzt 5 Arbeitsgeräte unter Fußdünger, Mais und sonst was mit Section Control gesteuert habe und dann on top möchte ich zum Beispiel noch meinen Schardruck auch noch mit einer Applikationskarte versehen. Dafür brauche ich natürlich kein Section Control. Wenn ich jetzt beispielsweise über ein heterogenes Stück fahre und dann auf den leichten Zonen weniger Schardruck geben möchte und auf den schweren Druck ein bisschen mehr, könnte ich da auch eine Karte mit reinschmeißen. Also wie gesagt, bei beiden Arbeitsplätzen mehrere Sollwertvorgaben möglich.
Allerdings eine Neuerung noch wieder bei dem neuen Fahrerarbeitsplatz, dass es hier jetzt Rate per Section gibt. Das bedeutet, bei dem alten Fahrerarbeitsplatz, wenn ich eine Karte nach hinten durchgegeben habe, eine Sollwertvorgabe, dann wurde das immer über die komplette Breite, über die komplette Sektion sozusagen abgearbeitet. Also wenn ich jetzt eine Applikationskarte abfahre und mit meinem Gestänge oder sonst was über mehrere Zonen rübergehe, dann hat er sich angeguckt, ja, zu wie viel Prozent bin ich quasi in irgendeiner Zone. Und wenn ich zu mehr als 50% in Zone 1 drin bin, dann hat er für die ganze Breite halt entsprechend diese Zone angenommen. Und mit dem Rate per Section sind wir jetzt in der Lage, quasi jede einzelne Sektion auf einen Boom separat und individuell anzusteuern. Auch wieder Beispiel Flankenshot-Spritze, wenn ich da jetzt mit 33 Meter unterwegs bin oder sowas, habe eine Einzeldüsenabschaltung, kann ich das ganz easy jetzt mit Section Control oder per Section Control hier ansteuern in den neuen Fahrerarbeitsplatz und eine Applikationskarte hinterlegen und dann auch jede einzelne Düse entsprechende Sollwertvorgabe geben. Also quasi, wenn die dann zu 60% in der einen Zone ist, werden halt 60% des Gestänges mit der einen Menge beaufschlagt und die anderen 40% dann entsprechend mit der Sollwertvorgabe der anderen Zone. Ich hoffe, ihr versteht dabei, was ich meine. Also beim neuen Fahrerarbeitsplatz kann ich quasi einzelne Seeaggregate, Düsen und so weiter ansteuern und denen halt Sollwertvorgaben geben, solange die Maschine das dann auch kann. Und beim alten Fahrerarbeitsplatz konnte ich nur eine Sollwertvorgabe für den kompletten Boom nach hinten geben. So, jetzt haben wir genug über unsere ganzen technischen Helferlein gesprochen. Jetzt möchten wir einmal auf die ganzen Komponenten hier kommen. Und Fendt spricht ja bei dem neuen Fendt One Bedienkonzept von Funktionalität, Ergonomie und Individualisierbarkeit. Und diesen Punkt Individualisierbarkeit, den würde ich sogar dick schreiben und unterstreichen. Denn man kann sich hier so viele Knöpfe ja individuell zuordnen. Und also wenn wir dann nachher ins Terminal gehen, man kann sich das alles hinlegen und hinpacken, wie man möchte, komplett so die Profile anlegen, wie man die haben möchte. Und das ist schon der Wahnsinn. Aber auf die Terminals gehen wir dann in den kommenden Videos ein. Und wir möchten einmal hier über die Komponenten sprechen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einmal eben kurz im Überblick an. Also direkt vor uns, unter unserem Lenkrad, haben wir jetzt ein 10 Zoll großes digitales Dashboard, welches neben den straßenverkehrsordnungsrelevanten Daten auch maschinenbezogene Daten anzeigen kann. Also wie beispielsweise die Joystick-Belegung oder sonst irgendwas. Rechts haben wir dann unsere komplett überarbeitete Multifunktionsarmlehne mit einem serienmäßigen 12 Zoll großen Touch-Display. Und oben rechts im Kabinendach dann noch ein zusätzliches optionales 12 Zoll Terminal, welches wir sogar per Magnetschalter zur Hälfte einschieben können. Ich würde aber sagen, wir fangen direkt einmal vor uns mit den ganzen Komponenten an. In dieser Kabine haben wir unten auch wieder neben Gaspedal, Kupplung und Bremse das Pedal, um das Lenkrad in der Höhe und Neigung verstellen zu können. Und auch hier ist es so, dass das 10 Zoll Dashboard hier vorne unter dem Lenkrad fest mit der Lenksäule verbunden ist. Wir können es also nicht in der Neigung verstellen. Dann haben wir hier links unter unserem Lenkrad natürlich unsere Feststellbremse ganz unten und ein bisschen weiter oben dann unseren Fahrtrichtungshebel bzw. unsere Wendeschaltung, die wir ja bereits kennen. Und da hat sich die Farbe und Form des Kippschalters vorne so ein bisschen verändert, würde ich mal behaupten. Also ist ein bisschen anderer Orangeton, genauso auch wie beim Gaspedal, sieht auch ein ganz bisschen anders aus. Und auch die Form dieses Kippschalters hat sich so ein bisschen verändert. Also der ist so ein bisschen scharfkantiger, würde ich jetzt mal behaupten. Und man rutscht ein bisschen schlechter ab, würde ich jetzt mal behaupten. Also man kann die besser betätigen. Zudem ist auf dem Fahrtrichtungshebel hier noch ein weiterer Kippschalter hinzugekommen. Und da sehen wir schon direkt diese 1 und 2 mit den Arbeitsscheinwerfern neben. Und wenn wir diesen Kippschalter betätigen, dann sehen wir, dass dort auch dieses kleine Lämpchen direkt angeht. Und jetzt sind wir nämlich in der Lage, in unserem Terminal eine, ich nenne es mal, Gruppierung von Arbeitsscheinwerfern abzuspeichern. Dafür stehen uns zwei Modi zur Verfügung und wenn wir die darauf abspeichern, dann haben wir die hier direkt auf dem Fahrtrichtungshebel hinterlegt. Und wenn wir jetzt den Kippschalter entsprechend in die eine Richtung bewegen, sodass da das Licht leuchtet, dieses Lämpchen leuchtet, dann sind die entsprechend abgespeicherten Arbeitsscheinwerfer angeschaltet. Wenn ich den Hebel in die gleiche Richtung betätige, sind die Arbeitsscheinwerfer wieder aus. Ich kann natürlich auch beide Modi anmachen, also sowohl 1 als auch 2 gleichzeitig. Dann leuchten eben beide kleinen Lämpchen daneben und das ergibt zum Beispiel Sinn, wenn ich jetzt auf Modus 1 alle Arbeitsscheinwerfer nach vorne anhabe, auf Modus 2 die nach hinten und wenn ich zum Beispiel am Mais fahren bin und zum Häcksler komme, dann mache ich einfach den zweiten Modus aus, dass hinten die Arbeitsscheinwerfer ausgehen, dass ich den Häckslerfahrer nicht blende oder sowas. Also hier kann man sich entsprechend zwei verschiedene
ja, Arbeitsscheinwerfer, Modi, nenne ich sie jetzt einfach mal, drauf abspeichern und habe dann quasi so einen Schnellabruf. Darüber haben wir dann einen Kombischalter und der ist ein bisschen anders angeordnet als beim alten Fahrerarbeitsplatz. Stört jetzt nicht weiter, ist nur ein bisschen Gewöhnungssache. Der hat halt ein bisschen andere Funktion und auch ein bisschen anderen Winkel. Also ich kann jetzt hier über dieses Drehrad einmal das ganz normale Tagfahrlicht anschalten. Und wenn ich den Schalter in die andere Richtung drehe, habe ich entsprechend meine Wiederholscheinwerfer oben am Kabinendach eingeschaltet. Also quasi meine Top-Scheinwerfer, mit denen ich dann ja auch nicht 55 km/h fahren darf. Ansonsten ganz normal in eine Richtung ziehen, Lichthupe, andere Richtung Fernlicht einschalten und natürlich mein Blinker. Unterschied zu dem vorherigen Kombischalter ist allerdings, dass ich den Blinkerhebel nicht mehr feststellen kann. Wenn ich den einmal antippe, dann wird natürlich dreimal in eine Richtung geblinkt. Und wenn ich den komplett durchdrücke, kommt es ein bisschen darauf an, ob mein Lenkeinschlag über 4,5 Grad beträgt. Wenn dem so ist, dann bleibt der Blinker so lange an, bis die Räder wieder geradeaus stehen. Und dann würde der Blinker jetzt wieder ausgehen. Außer ich schalte den Blinker einmal kurz in die andere Richtung, dann geht der Blinker auch aus. Auf der rechten Seite des Lenkrads haben wir dann noch einen Kombischalter, mit dem wir sowohl Front- als auch Heckscheibenwischer sowie das Wischwasser bedienen. Also wenn wir den Kombischalter einmal nach oben drücken, haben wir einen Intervall-Wischbetrieb und dieses Intervall kann man dann über dieses Drehrad hier einstellen. Wenn ich jetzt in Stufe 1 noch einmal weiter nach oben schalte, habe ich den Dauerbetrieb des Frontscheibenwischers und in dem Fall haben wir jetzt hier wieder den 300 Grad Scheibenwischer verbaut und in Stufe 1 wischt er dann auch im Dauerbetrieb 300 Grad und zu. Und wenn wir den Kombischalter ganz nach oben drücken in die zweite Stufe, dann sind wir halt in diesem schnellen Dauerbetrieb, wo der Wischer dann nur noch ein Wischfeld von 180 Grad freiwischt und nicht mehr die kompletten 300 Grad. Wenn ich den Kombischalter nach vorne und hinten betätige, würde ich entsprechend Wischwasser und Scheibenwischer für die Heckscheibe aktivieren. So, und dann fällt natürlich unter unserem Lenkrad auf, dass alle Folientaster verschwunden sind. Also bezüglich Licht und Scheibenwischer haben wir eben schon gesehen, dass einige Sachen auf den Kombischalter gelandet sind und alle anderen Folientaster sind jetzt hier auch verschwunden. Das Einzige, was uns geblieben ist, ist unser Warnblinker, dieser einzelne Knopf hier, der dann auch sehr ins Auge sticht. Und ansonsten ist so ziemlich alles in die Armlehne bzw. in unsere Terminals gewandert. So, gucken wir uns jetzt aber mal unser 10 Zoll Dashboard an. Ja, das Dashboard selber sieht erstmal ein bisschen abgespaced aus, also ein bisschen wie im Raumschiff. Aber warten wir erstmal unsere Multifunktionsarmlehne ab, denn die ist noch abgespaced und sieht noch mehr aus, als würde man in so einem Raumschiff sitzen. Ja, dieses 10 Zoll Dashboard ist auf jeden Fall erstmal nicht touchfähig. Also wenn ich hier rauf drücke, passiert gar nichts. Es ist also eine reine Anzeigefläche. Und ich kann mir sowohl diese straßenverkehrsordnungsrelevanten Daten hier anzeigen lassen, wie es jetzt ist. Im späteren Verlauf, in den späteren Videos kommen wir dann aber auch drauf, wie man sich dort noch andere Sachen anzeigen lassen kann. Hier oben haben wir jetzt erstmal ein Fan-Logo, hat nichts zu sagen, sieht einfach ganz schick aus. Rechts und links daneben haben wir diese Pfeile, die wir schon kennen. Da wird uns unser jeweiliger Blinker angezeigt, also ob wir nach rechts oder nach links blinken. Darunter haben wir unsere Fahrstrategie. Diese beiden blinkenden Pfeile kennen wir auch. Also ob wir vorwärts oder rückwärts fahren wollen. Und das N hier in der Mitte steht entsprechend aktuell dafür, dass das Getriebe in Neutralstellung ist. Wenn ich jetzt mal eben einmal kurz nach vorne fahre, also ich wähle den ersten Tempomat einmal an, reduziere die Geschwindigkeit auf 0,1 km/h und fahre einmal eben ein Stück vorwärts. Dann sehen wir jetzt hier, dass der Pfeil nach vorne blinkt und auch die Beschleunigungsrampen eingeblendet werden. Und wenn ich jetzt die Beschleunigungsrampen einmal nach oben oder nach unten betätige, dann sehen wir auch, dass sich diese verändern. Und die Beschleunigungsrampen sind wie gewohnt an unserem Joystick, da kommen wir dann aber gleich zu. So, ich gehe wieder in Neutral. Und dann sehen wir, dass hier wieder beide Pfeile blinken und das Getriebe in Neutralstellung ist. Darunter wird uns dann die Fahrstufe 1 und 2 angezeigt, sowie die aktuelle Uhrzeit. Auf der linken Seite haben wir dann noch unsere Motordrehzahl, in dem Fall Standgas, also 800 Umdrehungen pro Minute. Und darunter dann noch unseren Betriebsstundenzähler. Rund um diese Zahl um zu, unschwer zu erkennen, haben wir jetzt sogenannte Barographen. Also jeweils hier einen grauen Barographen auf jeder Seite und dann nochmal einen grünen Barographen, der hier einmal komplett umzugeht. Das heißt, je nachdem, wie hoch meine Drehzahl ist, geht dieser grüne Barograph hier umzu. Also wenn ich jetzt mal aufs Gas trete, dann sehen wir, wie dieser Barograph hier umzugeht. Hier auf der linken Seite haben wir dann den grauen Barographen für die Motorkühlmitteltemperatur und auf der rechten Seite den grauen Barographen mit der Druckluftversorgung. Auf der rechten Seite finden wir unsere aktuelle Fahrgeschwindigkeit, natürlich bei 0 km/h. Auch hier sieht es so aus, dass dieser grüne Barograph hier umzugeht, je schneller ich fahre.
Dann habe ich hier auf der linken Seite mit dem grauen Barografen meinen AdBlue-Füllstand und auf der rechten Seite dann den grauen für den Diesel-Füllstand. Außerdem habt ihr dann wahrscheinlich eben schon erkannt, dass hier oben der Tempomat reingekommen ist. Also wenn ich jetzt zwischen Tempomat 1 und 2 hin und her schalte, dann sieht man, welcher Tempomat ausgewählt ist und welche Geschwindigkeit in dem jeweiligen Tempomaten hinterlegt ist. Und wenn ich entsprechend keinen Tempomaten vorwähle, dann zeigt er dort nur dieses Symbol oben an. Darunter, wie gesagt, die Fahrgeschwindigkeit und hier, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, steht Memo mit einem Pfeil nach vorne und einem Pfeil nach hinten. Wenn ich jetzt also einen Fahrtrichtungswechsel vollziehe und die Memo-Funktion aktiviert habe, dann würde da dann entsprechend dieses Memo-Zeichen mit dem Pfeil entweder nach vorne oder nach hinten einmal grün aufleuchten. Auf der rechten Seite haben wir dann auch noch TMS hier unten ausgegraut stehen mit einem Pfeil darunter. Bedeutet, wenn wir ein Drehzahlband im TMS-Bereich aktiviert haben, dann würde das da leuchten. Das kann ich mal spaßeshalber eben machen. Also ich gehe in TMS und wähle irgendein Drehzahlband aus und dann zeigt er direkt an, hier, dass ein Drehzahlband aktiviert ist und man kann direkt auch erkennen, dass sich der Barograph anpasst. Denn das Drehzahlband ist in dem Fall von 1340 bis 2230. Wenn ich jetzt beispielsweise mal runtergehe auf 1000 Umdrehungen oder sowas in der Richtung, dann sieht man, dass sich dieser Barograph direkt auch mit anpasst. Und auch wenn ich den oberen Wert reduziere, geht der Barograph hier auch weiter runter. Was ich eben beim Tempomaten noch vergessen habe, wenn ich einen Tempomaten anfahre, also wenn ich jetzt beispielsweise Tempomaten 1 ausgewählt habe, und dann die Handbremse einmal löse und jetzt vorwärts fahre, den Tempomaten aktiviere, dann sehen wir einmal, dass der Tempomat hier oben grün wird und auch bei der jeweiligen Geschwindigkeit, die ich entsprechend bei den Tempomaten hinterlegt habe, dieser grüne Pfeil kommt. Also er zeigt mir dann je nachdem, was ich für eine Geschwindigkeit quasi im Tempomaten hinterlegt habe, hier oben dann den grünen Pfeil an. Ein bisschen weiter unten sehen wir dann hier den aktuellen Hydrauliköl-Füllstand und hier, wie viel Umdrehungen die Front- oder Heckzapfwelle macht. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal die Heckzapfwelle anmachen, so, dann sehen wir direkt, dass das Gelb hinterlegt wird und die Zapfwellendrehzahl, die aktuellen Zapfwellendrehzahl für die Heckzapfwelle dort angezeigt wird. Und machen wir das Ganze wieder aus, dann geht die gelbe Farbe natürlich wieder weg. So, und dann widmen wir uns einmal der unteren Zeile hier. Dafür gehe ich da mal ein bisschen näher ran und mache das Ganze mal ein bisschen heller, weil ich glaube, das sieht man so recht schlecht. Auf der linken Seite haben wir einmal die ABS-Funktionskontrolle für den Anhänger. Daneben haben wir dann, dass die Druckluftvoransteuerung zu niedrig ist, also zu wenig Druck auf dem Kessel ist. Daneben leuchtet er jetzt rot, dass die Feststellbremse aktiviert bzw. angezogen ist. Hier haben wir dann Betriebsdruckbremse zu gering, also würde erst gelb oder rot werden. Dann haben wir hier die Ladeanzeige, also ob die Lichtmaschine lädt oder nicht. Und hier dann Abblendlicht bzw. Fernlicht. In der Mitte haben wir jetzt Fahrtrichtungsanzeiger, sprich Blinker für ersten und zweiten Anhänger bzw. ersten und zweiten Anbaugerät. Daneben ist die Kontrollleuchte fürs Allrad, für die Differentialsperre, für AdBlue-Störung. Das bedeutet, dass eine aktive Regeneration des Dieselpartikelfilters erforderlich ist. Ja, das hier hat auch irgendwie was mit AdBlue zu tun, das kann ich gar nicht so genau sagen. Und dann haben wir hier noch die Vorglühanzeige für den Motor und dann hier noch so ein blaues Symbol mit so zwei Pfeilen. Das ist in dem Fall ja in unserem vorderen Dashboard irrelevant, da kommen wir dann aber darauf zu sprechen, wenn wir auf die anderen beiden Terminals eingehen. Also wenn wir da dann quasi rauf tippen, dann kommen wir in die Joystick-Belegung und das hat in diesem Fall da halt nicht viel zu sagen. So, springen wir dann einmal zur rechten Kabinenseite. Ich würde sagen, wir fangen einmal oben an. Da ist einmal unsere Klimaanlage, die Klimaautomatik hier oben verschwunden. Da gibt es jetzt nur noch so eine, ja, ich nenne es mal Schiebeklappe, wo es einen AUX-Anschluss und eine USB-Schnittstelle gibt. Und darüber kann ich dann auf mein Multimedia zugreifen sozusagen. Also da kann ich jetzt Musik drüber einspeisen in den Trecker, wenn ich es dann nicht über Bluetooth direkt mache. Unser Radio ist ansonsten hier in der Mitte auch weggekommen. Das steuere ich alles jetzt über die Armlehne und das ist auch so ein Teil des Fendt One Bedienkonzepts, dass ich nicht mehr groß hier überall rumgreifen muss, sondern alles gebündelt an der Armlehne habe. Was hier oben allerdings noch geblieben ist, ist unser kleines Staufach, was keine Sau braucht, außer um ein Funkgerät reinzustecken. Und wir haben in diesem Fall jetzt eine Leuchtweitenregulierung hier oben, weil wir eben LED-Licht haben und dann bei dem LED-Fahrlicht, also dem ganz normalen Abblendlicht,
eine Leuchtweitenregulierung vorgeschrieben ist. Dann gehen wir weiter zu unseren Steckdosen hier oben rechts in der Ecke, wie gehabt. Da fangen wir an mit den 25 Ampere Dosen, mit diesen dreipoligen hier, sind in dieser Kabine jetzt zwei Stück verbaut. Ich finde eigentlich drei davon sind Pflicht. Wir haben jetzt hier noch so einen Leerraum, wo jetzt noch ein dritter hinpassen würde. Könnte man dann wahrscheinlich optional hier noch reinbekommen. Zudem haben wir hier oben rechts dann unsere neunpolige Dose, um auf unser Fendt-Guide zugreifen zu können, also um die Positionsdaten abzugreifen. Dann haben wir hier noch zwei Kameraanschlüsse. Ihr merkt also, die Kameraanschlüsse von hinten von der Armlehne sind jetzt nach oben in den Dachhimmel gewandert. Wir haben jetzt hier zwei Stück verbaut, optional könnten hier vier sein. Und diese beiden vorderen hier sind digitale Anschlüsse. Die beiden anderen, die jetzt nicht verbaut sind, wären analoge Anschlüsse. Und wenn ihr so wie wir diese ganzen Amazon-Kameras überall verbaut habt, hättet ihr ein analoges System und könnt die hier nicht dran anschließen. Also wenn ihr beispielsweise das Smart View von Grimme von den Kartoffelrodern betrachtet, das wäre ein digitales Kamerasystem und diese ganzen anderen, diese, die man sonst hier hinten immer an der Armlehne angeschlossen hat, sind analoge Kameras. Also auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die beiden analogen Anschlüsse auch in der Kabine vorhanden habt, wenn ihr eben diese Kameras nutzt. Hier hinten haben wir dann die ganz normale ISO-Steckdose oder auch InCap. Davor dann nochmal eine 10 Ampere Dose. Und hier hinten die schwarze Gerätesteckdose, wie gehabt, um eben Geschwindigkeitssignale, Kraftheberpositionen und Zapfwälder und so was abrufen zu können. Und die blaue hier, die externe Impulszählung. Außerdem haben wir hier hinten natürlich wieder unsere Durchgänge für die Kabel, damit wir die Heckscheibe nicht auflassen müssen. Dann die Fernbedienung für unsere Anhängerkupplung, den Flaschenhalter. In dem Fall hätte ich mir jetzt auf jeden Fall gewünscht, dass da noch ein zweiter Flaschenhalter hinkommt, weil ich beispielsweise bin oft genug mit Wasser und Kaffeebecher und so weiter unterwegs. Und dann alles hier auf der anderen Seite in diese Kühlbox, in das Ablagefach zu schmeißen, ist halt auch nicht immer so geil. Von daher, der Platz wäre hier gewesen. Warum das jetzt nicht gemacht wurde, weiß ich nicht so ganz. Wäre auf jeden Fall cool, wenn das in Zukunft noch kommen würde. Dann haben wir daneben noch eine 10 Ampere Dose, also quasi hier Zigarettenanzünder. Daneben dann den Aschenbecher und einen Batterietrennschalter. Außerdem haben wir noch eine weitere 10 Ampere Dose hier hinten über unserem Kühlfach, über diesem Staufach sozusagen. So, und jetzt kommen wir endlich zu unserer Multifunktionsarmlehne. Da haben wir zum einen natürlich vorne wieder ein Terminal befestigt. In dem Fall ein 12 Zoll großes Terminal, was nicht nur mit maximal 4 Kacheln belegt werden kann, sondern tatsächlich wie in diesem Fall hier mit bis zu 6 Kacheln. Das ganze Ding können wir natürlich auch wieder schwenken, drehen und so weiter, wie wir wollen. Und anbei haben wir dann einen Handyhalter. Und dieser Handyhalter ist jetzt endlich mal so überarbeitet worden, dass man auch ein Handy vernünftig laden kann, wenn man es denn da drin hat. Und das Teil, ja, sieht im ersten Moment ein bisschen komisch aus, hält aber ein Handy bombenfest. Also man kann damit noch so durch die Gegend fahren, wie man will. Da fliegt man eher aus der Kabine raus, bevor hier das Handy rausfällt. Das garantiere ich euch. Kleiner Nachteil dabei ist natürlich, dass man das dann schwer mit einer Hand da irgendwie rauskriegt, wenn man dann möchte. Das Terminal bedienen wir natürlich per Touch. Und nicht mehr per externen Bedienterminal. Also wir haben jetzt hier keine Knöpfe oder sowas mehr dran. Das müsst ihr euch vorstellen, ist quasi hier runtergerutscht. Also hier haben wir jetzt diesen sogenannten Drehdrücksteller. Und mit diesem Teil bedienen wir unsere drei Terminals in der Kabine. Neben diesem Drehdrücksteller haben wir dann noch vier Schnellzugriffstasten. Und hier unsere Klimaanlagenbedienung, also das sind auch Drehdrücksteller. Ich kann zum einen raufdrücken und in dem Fall die Klimaautomatik an- und ausschalten. Nach rechts und links, um das Gebläse halt quasi manuell zu steuern. Ja, wieder auf Automatik. Und das gleiche auch bei der Lautstärke, bei dem Lautstärkeregler. Wenn ich hier dran drehe, dann geht entsprechend das Radio an. Und ich könnte nach rechts und links entweder die Sender weiterschalten oder wenn ich eben mein Handy beispielsweise mit Spotify verbunden habe, könnte ich da dann die Lieder weiterschalten. Generell bei dieser ganzen Armlehne wiederholen sich aber diese ganzen Farben, die wir bereits aus den Vorgängermodellen kennen. Also wenn wir das Ganze einmal ganz nüchtern von Weitem betrachten, ich weiß, das sieht erstmal aus wie im Space Shuttle, dann erkennen wir auf jeden Fall die einzelnen Farben wieder. Wir haben Orange,
Wir haben Türkis, wir haben Weiß, wir haben Blau, wir haben Gelb. Nur Grün fehlt in diesem Fall. Also Türkis wieder, ganz normal, dieses Kleeblatt auf dem Joystick für unsere Vorgewendeeinstellungen. Alles, was orange ist, hat in irgendeiner Art und Weise mit Motor und Getriebe zu tun. Das Weiße sind unsere Komforttasten, beziehungsweise in diesem Fall auch frei belegbar. Und die blauen Tasten hier haben mit Front- und Heckkraftheber zu tun. Die gelben beiden Tasten wären dann wieder für die Zapfwelle und die grünen Tasten, die wir kennen, für Allrad, Differentialsperre und ich glaube Federung war es, sind in diesem Fall weggefallen. Also Allrad, Differentialsperre haben wir jetzt auch hier in Orange. Und die Vorderachsfederung verstellen wir auch wiederum aus dem Terminal. Ansonsten haben wir hier halt unseren Multifunktions-Joystick im neuen Design. Hier quasi unseren Kreuzschalthebel, der jetzt 3L-Joystick heißt. Hier, wie gesagt, haben wir eine ganze Batterie an Tasten, also das erste Tastenfeld. Dann haben wir hier quasi unsere Linearmodule, die wir auch aus der alten Armlehne kennen, diese vier Stück. Heißen jetzt allerdings nicht mehr Linearmodule, sondern Rocker. Keine Ahnung warum, da muss ich mich auf jeden Fall auch noch dran gewöhnen. Hat, glaube ich, keinen Hintergrund, ist einfach ein Eigenname. Und hier auf der rechten Seite haben wir dann auch zwei Rocker- oder Linearmodule, die jetzt entsprechend neu gekommen sind, die wir dann für die Kraftheberbedienung brauchen. Dahinter ist dann noch eine Reihe mit kleinen Mini-Displays. Da wird mir jetzt in verschiedenen Farben einmal der Status angezeigt und die ausgeführte Aktion. Dahinter haben wir dann nochmal eine ganze Reihe Tasten, die dann entsprechend nur zum Sperren und Entsperren der jeweiligen vorderen Funktion hier sind. Auf der linken Seite noch unser Drehrad für das Handgas und das Drehrad für die Fahrpedalauflösung, wenn wir mit TMS unterwegs sind. Falls ihr mit der Fahrpedalauflösung nichts anfangen könnt, verlinke ich euch hier irgendwo nochmal das Video zum Fahren mit TMS. So wie die Armlehne jetzt hier ist, ist natürlich die High-End-Version, also das Maximum, was so geht. Es kommt dann natürlich immer auf die Ausstattungsvariante an, also ob Power, Power Plus, Profi, Profi Plus und dann in dem jeweiligen Setting 1 oder 2, wie die bei euch aussehen wird. Allerdings, die einzigen Dinge, die sich da ändern könnten, wären zum einen der Kreuzschalthebel und zum anderen diese Rockerpaare, die vier Linearmodule. Also dieser 3L-Joystick hier ist quasi die High-End-Variante. Alternativ könnte man hier noch den normalen Kreuzschalthebel bekommen, dieses ganz normale runde Ding, was man einfach nur nach rechts und links und vorne und hinten betätigen kann. Oder eben in der niedrigsten Ausstattungsvariante wäre dann gar kein Kreuzschalthebel da. Genauso sieht es aus bei den Rockerpaaren. Also wir haben hier quasi zwei Paare. Und unter Umständen kann es sein, dass bei euch entweder ein Paar wegfällt, dass ihr quasi nur zwei Linearmodule hier habt, oder alle vier nicht vorhanden sind. Das wäre natürlich in dem Fall auch das Niedrigste. Allerdings ist jetzt neu, dass auf jeden Fall immer der Multifunktions-Joystick, so wie er hier ist, drin bleibt. Und auch das 12 Zoll Terminal ist in allen Ausstattungsvarianten so drin, zumindest Stand, was haben wir jetzt, April, Mai 2021. Ja, über diese Einheit haben wir ja eben schon einmal grob gesprochen, nennt sich im Übrigen Comfort Control Module, keine Ahnung, wer sich das schon wieder ausgedacht hat, für mich sind es einfach Drehdrücksteller. Und das ist wie gesagt im Prinzip der Ersatz für das externe Bedienteil, was wir vorher am Terminal hatten. Also dieser große Drehdrücksteller hier fungiert eben als redundante Bedienung für unsere beiden großen 12 Zoll Touch Terminals sowie für das 10 Zoll Dashboard hier vorne hinter unserem Lenkrad. Mit diesen Schnellzugriffstasten kann ich entsprechend einmal zurückgehen. Wenn ich das nicht über mein Touch-Terminal machen möchte, dann könnte ich das quasi auch hier drüber machen. Mit der anderen Taste komme ich ins Hauptmenü. Hier drüber, über die Taste mit dem I hier, kann ich mir anzeigen lassen, wie meine Joystick-Belegung ist, wie ich die einzelnen Tasten belegt habe. Und mit der oberen Taste hier kann ich zwischen den einzelnen Terminals hin und her wechseln, dass ich quasi mit einem Drehdrücksteller drei verschiedene Terminals auch tatsächlich bedienen kann. Aber dazu mehr, wenn wir auf die Terminals eingehen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu unserem Herzstück von dieser Armlehne, unserem Multifunktions-Joystick. Und wie man natürlich direkt erkennen kann, hat er eine komplett neue, wie es von Fendt heißt, ergonomische Form bekommen. Und dieses Design soll eben für eine entspannte Haltung der Hand sorgen. Und wenn man hier so reingreift, ist auch was dran. Also die Hand liegt wirklich schön. Ist auf jeden Fall im ersten Moment gewöhnungsbedürftig, wenn man die vorherigen Modelle kennt. Dann muss man sich an diesen Joystick tatsächlich erstmal gewöhnen. Und ich bekomme tatsächlich auch ziemlich schnell schwitzige Hände. Wird wahrscheinlich an dem Material liegen, denn es ist tatsächlich leider nur Kunststoff. Ja, und wie gesagt, wenn ich die Hand da länger drauf liegen habe, bekomme ich ein bisschen schwitzige Hände. Gut, kann bei jedem anders sein, ist nun mal so.
Was wir direkt merken, dass wir hinten hinter wieder ganz normal unsere Aktivierungstaste haben, die wir ja zum Fahren benötigen. Und auch die Bedienung, das Fahren von diesem Schlepper ist komplett gleich geblieben. Also Joystick nach vorne, vorwärts fahren, nach hinten rückwärts fahren, nach links Wendeschaltung, nach rechts Tempomat. Die Symbolik, was passiert, wenn wir den Joystick wohin drücken, ist auch noch vorhanden. Allerdings jetzt nicht mehr unten auf den Joystick, sondern hier oben drauf. Ansonsten, was auch direkt auffällt, ist, dass die Beschleunigungsrampen von dem Daumen entfernt wurden. Und die Beschleunigungsrampen sind jetzt auch hinten hinter den Joystick gewandert, quasi da, wo die Aktivierungstaste ist. Jetzt bin ich quasi in der Lage, mit meinem Zeigefinger oder Zeige- und Mittelfinger so in der Richtung die Aktivierungstaste zu drücken und dann entsprechend mit dem Mittelfinger oder dem Ringfinger die Beschleunigungsrampen hinten hinter zu verstellen. An den Daumen ist jetzt ein kleines Rädchen gekommen und wenn wir dieses kleine Rädchen betätigen, dann verstellen wir tatsächlich unseren Tempomaten, den wir aktuell ausgewählt haben. Wenn kein Tempomat vorgewählt ist, dann können wir natürlich an diesem Drehrad auch erstmal nichts machen. Wenn wir einen aktiviert haben, dann verstellen wir in Echtzeit die Geschwindigkeit. Also auch wenn wir mit dem Tempomaten unterwegs sind und beispielsweise ein heterogenes Stück haben, vorne leichter Boden, hinten schwerer Boden, fangen wir vorne mit einem gewissen Tempomat, mit einer gewissen Geschwindigkeit an und können während der Fahrt ganz einfach die Geschwindigkeit mit diesem Drehrad reduzieren. Wo ich jetzt von Anfang an direkt starke Bedenken hatte, dass ich ungewollt den Tempomaten hier drüber verstelle, eben wenn man reingreift oder den Joystick halt zurückzieht oder so, ist mir tatsächlich in den letzten Wochen nicht aufgefallen. Also zumindest habe ich es nicht gemerkt, dass ich den Tempomaten verstellt habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen gefährlich, dass man eben nicht merkt, dass man den Tempomaten verstellt. Aber so what? Also das Drehrad kann man tatsächlich nicht sperren. Je nachdem, was man für ein Tempomat anhat, verstellt man den auch direkt hier über dieses Drehrad. Ansonsten haben wir hier in der Mitte wieder unser Kleeblatt, unsere Go- und End-Tasten für das Vorgewendemanagement und noch ein paar weitere zusätzliche Tasten, diese weißen hier, die wir uns tatsächlich komplett frei belegen können. Und hier oben erkennen wir jetzt schon direkt dieses Lenkrad mit dem Auto, bedeutet, dass wir darüber die Spurführung einkuppeln können. Wir haben jetzt also endlich einen separaten Knopf für die Spurführung bekommen. Wenn wir den drücken, kuppeln wir sowohl beim Vorwärtsfahren als auch beim Rückwärtsfahren ein, brauchen uns das also nicht mehr auf Go und End legen und können diese dann frei für das Vorgewendemanagement nutzen. Wir können uns auch hier oben noch andere Sachen hinlegen oder auch das Einkuppeln der Spurführung jetzt woanders auf eine andere Taste packen. Allerdings wird von Fendt empfohlen, das da oben zu lassen und ergibt auch Sinn. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre noch irgendwie einfach nur so ein Nippel auf der Taste oder sowas, weil ich doch das ein oder andere Mal in den letzten Wochen aus Versehen den falschen Knopf gedrückt habe. Wenn man nicht hinkommt, kommt man schnell durcheinander und drückt dann halt anstelle von Go, Spurführung bzw. andersrum. Und das ist natürlich super ärgerlich, wenn man beispielsweise rückwärts in eine Ecke bei einem Stück fährt und die Spurführung aktivieren möchte, um halt mit Spurführung schon rückwärts reinzufahren und dann aus Versehen Go drückt und die Maschine auf einmal runtergeht. Ne? Das kann sehr schnell sehr böse enden. Und wie gesagt, da würde schon reichen, wenn einfach ja, quasi der Knopf irgendwie so einen Nippel hätte, den man einfach erfüllen könnte. Und dann wäre das Thema schon gegessen. Was euch wahrscheinlich noch direkt aufgefallen ist, dass wir jetzt hier nicht mehr diese Schwarz-Weiß-Schaltung für die Hydraulikventile haben, sondern Proportionalventile. Und auch diese heißen Rocker respektive Mini-Rocker. Also diese großen Linearmodule hier unten heißen einfach nur Rocker und die kleinen Proportionalventile hier auf dem Multifunktions-Joystick heißen Mini-Rocker. Und auch die kann ich mir frei belegen. Also auch hier kann ich wieder verschiedene Steuergeräte draufpacken. Und dann seht ihr auch direkt hier vier kleine LED-Lampen rundum zu. Auch die haben natürlich einen Sinn und die sollen uns auf den ersten Blick erkennen lassen, welches Hydraulikventil in diesem Fall hier draufgelegt ist, dass es ein Hydraulikventil ist und ob es gesperrt ist oder nicht. Also hier können wir rechts und links jetzt erkennen, dass dort eine grüne Farbe ist. Das bedeutet, wir haben das grüne Hydraulikventil draufgelegt. Hydraulikventil erkennen wir daran, dass das hier unten blau ist. Ja. Für mich wäre es jetzt eigentlich auch Kraftheber eigentlich, aber in dem Fall ist Hydraulikventil. Und weil das hier oben rot leuchtet, ist das Ganze gesperrt. Also das können wir dieser oberen Lampe hier entnehmen. Wenn wir die Hydraulikventile jetzt beispielsweise einmal entsperren, sehen wir, dass hier oben diese rote Lampe nicht mehr da ist. Und wenn wir das Hydraulikventil jetzt einmal betätigen, dann wird hier bei Betätigung auch diese Lampe grün dargestellt. Natürlich können wir diese Mini-Rocker auch komplett durchdrücken über einen Totpunkt
Und das bedeutet, dass wir dann das entsprechende Hydraulikventil in Schwimmstellung versetzen. Auf dem rechten haben wir jetzt kein Hydraulikventil gelegt, deswegen sind hier alle Lampen aus. Also so kann man schnell erkennen, dass dieser zweite Mini-Rocker entsprechend unbelegt ist. Natürlich können wir zukünftig hier dann auch vier AUX-N, also ISOBUS-Funktionen, rauflegen. Und wir können tatsächlich sogar die Go- und N-Tasten voneinander trennen. Also wir können beispielsweise Groß-Go- und N fürs Vorgewendemanagement nutzen und Klein-Go- und N gleichzeitig für ISOBUS-Funktionen. Das ist auf jeden Fall eine super geile Geschichte und würde ich euch auf jeden Fall in den nächsten Videos nochmal gerne zeigen. Allerdings sieht es auch so aus, dass in der kommenden Woche ein neues Software-Update für diesen Schlepper bereits kommt. Und da sind wiederum verschiedene Funktionen drin, eben hinsichtlich ISOBUS und so weiter, die ich jetzt leider noch nicht zeigen kann. Und deswegen kann ich hier auch noch nicht auf alle Sachen eingehen. Dann haben wir hier links an der Seite unseren Fahrstufenwechsel von 1 in 2 und andersrum. Unsere N-Taste, um das Getriebe in Neutralstellung zu bringen, um TMS zu aktivieren, TMS im Fahrpedalmodus. Und dann haben wir natürlich noch unseren Tempomaten 1 und 2, genauso wie unseren Motordrehzahlspeicher 1 und 2. Also alles, wie wir es von den vorherigen Modellen auch schon kennen, nur ein bisschen an einer anderen Position. Was ich dann eben noch vergessen habe, dass natürlich auch bei den Go- und N-Tasten hier diese Lampen zu erkennen sind. Und je nachdem, was ich für Funktionen darauf gelegt habe, verändern die sich auch. Und genauso auch bei den frei belegbaren Tasten sieht man jetzt, dass nur diese eine hier oben mit der Spurführung leuchtet, die anderen dunkel sind. Wenn ich da Funktionen draufgelegt habe, kommt hier entsprechend auch ein Symbol und dann sind diese entsprechenden Lampen damit am Leuchten. Gehen wir dann einmal weiter zu unserem 3L-Joystick. Also grundsätzlich ist der erstmal so zu behandeln wie ein Kreuzschalthebel. Wir können ihn also nach rechts, links, vorne, hinten und so diagonal betätigen. Und da haben wir dann entsprechend jetzt zwei Hydraulikventile draufgelegt. Allerdings ist neu jetzt dieser kleine Joystick hier oben, wo wir auch nochmal zwei Ventile draufpacken können. Also haben wir hier quasi nach vorne, hinten und rechts und links auch nochmal die Möglichkeiten, Hydraulikventile zu bedienen. Was jetzt allerdings neu ist, wenn wir jetzt beispielsweise einen Frontlader mit dritten Ventil verbaut haben, nehmen wir mal an, wir sind mit einem Frontlader unterwegs mit einer Ballenzange, dann können wir jetzt auf den Ballen zufahren und erstmalig alle drei Ventile gleichzeitig bedienen. Also wir fahren beispielsweise auf den Ballen zu, lassen unseren Frontlader runter, kippen dabei die Ballenzange aus und öffnen die dabei auch noch. Das war ja vorher so einfach nicht möglich. Das können wir jetzt mit diesem 3L-Joystick, weil wir quasi hier so einen Joystick auf dem Joystick haben, ganz einfach realisieren. Zudem haben wir hier auch wieder eine weiße Taste. In dem Fall ist hier der Fahrtrichtungswechsel drauf. Ist eigentlich auch zu empfehlen, den drauf zu lassen, sodass ich bei Frontladerarbeiten diesen Joystick überhaupt nicht mehr loslassen muss. Also ich kann darüber komplett den Frontlader bedienen und per Tastendruck die Wendeschaltung einleiten. Also ich muss da nicht mehr umgreifen und am Lenkrad die Wendeschaltung betätigen oder gar den Joystick rüberdrücken, sondern kann das alles ganz bequem an meinem 3L-Joystick machen. Warum jetzt aber eigentlich 3L-Joystick? Also 3L bedeutet in erster Linie, dass ich mir Funktionen auf drei Ebenen da legen kann. Denn ich habe nicht nur diese beiden Kreuzschalthebel aufeinander sozusagen, sondern das ist nur eine Ebene. Das gleiche kann ich mir dann nochmal auf eine zweite und dritte Ebene legen. Und wenn man den Joystick in der Hand hat, merkt man halt hinten hinter so einen Kippschalter, so einen federbelasteten, also der geht immer wieder in Mittelstellung. Und wenn ich den runterdrücke, gehe ich in eine neue Ebene. In Mittelstellung sind halt die Funktionen, die ich hier sowieso drauf habe. Und wenn ich den nach oben drücke, komme ich wieder in eine weitere Ebene. Also da kann ich zwischen diesen drei Ebenen durchschalten. Und innerhalb dieser drei Ebenen kann ich in Zukunft die verschiedenen Funktionen reinpacken. Und ich weiß aber trotzdem nicht, wieso die den 3L genannt hat. Ich weiß nicht, ob es für 3 Levels steht oder sowas. Aber zumindest kann ich damit quasi wie bei so einem Müller-Joystick hinten die einzelnen Ebenen durchschalten. Die Belegung der anderen beiden Ebenen kann ich euch in diesem Beispiel leider nicht zeigen, weil das hier noch nicht funktioniert. Das wird erst in den nächsten Software-Updates dazukommen. Genauso wie die Belegung des Joysticks mit ISOBUS-Funktion, also mit AUX-N-Funktion. Und dann kann ich mit diesem kleinen Joystick tatsächlich bis zu 27 Funktionen steuern. Denn ich habe ja quasi hier eine Funktion, nach rechts, nach links die zweite, nach vorne dritte, hinten die vierte. Hier oben habe ich nochmal vier, rechts, links, vorne, hinten. Und dann nochmal die Taste hier an der Seite, was 9 Funktionen pro Ebene entspricht. Das Ganze multipliziert mit 3 Ebenen. Also wäre ich bei 27 möglichen Funktionen, die ich mit diesem Joystick hier steuern könnte. Und wenn wir dann wieder an unsere Flammenschutzspritze denken, könnten wir dann über diesen kleinen Joystick die komplette Spritze bedienen, das Gestänge und so weiter. Und eben, weil wir 144 Sektionen mit Section Control schalten können, auch das Section Control, die Einzeldüsenabschaltung über diesen Trecker laufen lassen. Und entsprechend mit diesen ganzen Anzeigeflächen, mit diesen zwei 12 Zoll Terminals, hätte ich natürlich auch kein Problem, meine ISOBUS-Maske dann darüber laufen zu lassen und auf dem anderen Terminal in die Spurführung oder sowas.
Womit ich diesen 3L-Joystick belegt habe, sieht man natürlich auch hier wieder an den Farben. In dem Fall ist es hier oben das weiße und blaue Steuergerät und hier vorne vorhin ein bisschen größer erkennt man jetzt, dass nach vorne hinten gelbe Steuergerät und nach rechts links das grüne Steuergerät wäre. Warum hier jetzt Schlüssel drauf sind, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, denn wenn ich die Steuergeräte beispielsweise sperre und entsperre, passiert hier überhaupt nichts. Auch wenn ich hier reingehe in die Steuergeräte, sind die jetzt beispielsweise gesperrt. Das Schloss ist drin und wenn ich die entsperre, ist jetzt kein Schloss drin, aber hier ist immer noch der Schlüssel. Keine Ahnung, ob der zukünftig noch rot werden soll oder so, ist in diesem Fall auf jeden Fall, glaube ich, nicht von Bedeutung. So, dann kommen wir einmal zu unserem Tastenfeld hier hinten mit den 14 Tasten. Da haben wir hier einmal eine rote, diese Stop-ISB. Die ist einfach dafür, um halt Kraftheber oder sowas in einen sicheren Zustand zu bringen. Oder auch, wenn ich eine Teach-In-Sequenz abspiele, um eben alle Funktionen anzuhalten bzw. eben in einen sicheren Zustand zu versetzen. Daneben haben wir die Differentialsperrenautomatik. Differentialsperre komplett einschalten. Allradautomatik und Allrad permanent einschalten. Hier diese 5 Tasten, wie gesagt, sind frei belegbar. In dem Fall habe ich jetzt hier auf der 8 auch wieder ein Lenkrad, allerdings kein Auto darunter. Bedeutet, dass das jetzt die Voraktivierung der Lenkventile ist. Das kennen wir aus den Vorgängermodellen, aus der Armlehne, von den Folientastern, dass da 2 weiße Tasten waren. Die rechte Taste wäre dann eben hier Lenkventile aktivieren oder ja, Spurführung anstellen oder was manche dazu sagen. Und dann oben auf dem Joystick haben wir dann halt das Einkuppeln, also Einkuppeln in die eigentliche Spur. Also muss man sich hier nicht reinpacken, wird allerdings auch von Fendt empfohlen, damit man das immer hier parat hat und wenn man aufs Feld fährt, die Spurführung aktivieren möchte, dass man hier einfach nur raufdrücken muss. So, die anderen 3 Felder sind leer, deswegen leuchtet hier auch nichts und hier das letzte, wenn wir darauf drücken, dann würden wir in unserem Terminal direkt in unsere Spiegeleinstellung kommen, ist quasi auch so eine Schnellzugriffstaste, wurde jetzt einfach spaßhalber mal hingelegt, aber wie gesagt, man kann sich die Dinger frei belegen, wo wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir im Terminal sind. Neben unseren 5 frei belegbaren Tasten sehen wir dann noch 4 weitere blaue, welche ja wie gesagt für unsere Front- und Heckkraftheber sind. Und da erkennt man auch direkt an der Symbolik, diese hier zeigen nach vorne und die rechten beiden nach hinten. Also haben wir 2 Tasten, die halt ja, sich einmal doppeln, sowohl für Front als auch für die Heckkraftheber. Und man kann jetzt quasi diese 4 Tasten, die beiden Drehräder, die beiden Linearmodule und dieses hier hinten, als eine Einheit sozusagen ansehen, womit wir die Front- und Heckkraftheber tatsächlich dann bedienen. Also ihr merkt schon, wir haben jetzt nicht mehr diese komischen Drehräder oder sonst was. Wir können jetzt die Kraftheber tatsächlich hiermit über diese Linearmodule bzw. Rocker feinfühlig bedienen. Und was auch noch sehr sexy ist, wenn wir diese Linearmodule hoch und runter drücken, verändert sich auch die Farbe hier in dem Plus und Minus. Also die Farbe wird sozusagen gedimmt, je weiter wir die Dinger durchdrücken. Grundsätzlich sieht es aber erstmal so aus, dass ich hier hinten meine Front- und Heckkraftheber sperren bzw. entsperren kann. Also diese Tasten hier bedeuten, dass ich die Kraftheber sperre, entsperre. Entsperrt wäre dann weiß und gesperrt wäre rot. Sobald ich die Front- und Heckkraftheber entsperrt habe, kann ich die über meine beiden Rocker hoch und runter fahren. Und über meine 4 Tasten hier vorne vor, stelle ich dann ein, ob ich die Kraftheber in Schwimmstellung runterlassen möchte oder eine Lageregelung aktivieren möchte. Also ist jetzt alles so ein bisschen anders geworden. Nehmen wir mal als Beispiel Heckkraftheber. Ich entsperre die jetzt hier, dass das weiß ist. Und dann möchte ich die auf Schwimmstellung runterlassen. Dann müsste ich diesen Knopf anwählen, dass das hier oben grün leuchtet. Und könnte man dann entweder feinfühlig meine Kraftheber runterlassen, indem ich den nach vorne drücke. Oder, wie bereits bekannt, über den Totpunkt drücke. Und dann lässt er die Kraftheber komplett nach unten in Schwimmstellung. Wenn ich den anderen Knopf anwähle, würde er einen im Terminal hinterlegten Wert anfahren. Also dann würde ich halt eine bestimmte Lage einstellen, die Tiefe sozusagen begrenzen und sobald ich das Ding dann nach vorne runterdrücke, fährt er die entsprechende Tiefe an, die ich dort hinterlegt habe. Andersrum funktioniert das Ganze natürlich auch. Wenn ich den nach oben ziehe, fährt er die Heckkraftheber so hoch, bis ich die Hubhöhenbegrenzung erreicht habe. Und das natürlich auch in beiden Varianten. Also wenn ich es auf Schwimmstellung habe oder auf Lageregelung. Wenn ich nach oben ziehe, über den Torpunkt, zieht er den so weit hoch, wie ich es im Terminal hinterlegt habe. Und das Ganze sowohl entsprechend für Heckkraftheber oder Frontkraftheber. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und eine ganz andere Bedienung, als man es von zuvor kennt. Diese Drehräder hier neben den Rockern sind nachher für die Tiefenregulierung, wenn wir das Ganze im Terminal einstellen wollen. Und dann brauchen wir auch die Taste, die jetzt versteckt hier an der Seite sitzt.
Also das ist nochmal so eine Abruftaste und da kann ich dann zwischen verschiedenen Positionswerten hin und her springen und so weiter. Aber da sprechen wir dann nochmal separat drüber, wenn wir die Kraftheber dann im Terminal besprechen. Hier seht ihr jetzt hinten in den Mini-Displays, wenn wir die Heckkraftheber beispielsweise nach unten bedienen, dass ein Pfeil nach unten angezeigt wird. Wenn wir den hochziehen, dass der Pfeil nach oben angezeigt wird. Und wenn wir den jetzt in dem Fall in Schwimmstellung ganz runter drücken, kommt entsprechend erst der Pfeil nach unten. Und dann kommt entsprechend diese Welle, die ja bedeutet, dass die Heckkraftheber in Schwimmstellung sind. Also wird in diesen kleinen Mini-Fenstern hier hinten quasi die gerade ausgeführte Aktion angezeigt. Wenn ihr jetzt aber ein Arbeitsgerät einfach anbauen wollt, könnt ihr wie gesagt über diese Rocker die Kraftheber hoch und runter fahren und ganz feinfühlig bedienen. Daneben die beiden gelben sind wie gesagt die Tasten für die Front- und Heckzapfwelle. Neu ist jetzt, dass es nicht mehr diese Klammer oben und die Klammer unten gibt für Front- und Heckzapfwelle, sondern hier sind jetzt die Klammern bei beiden oben. Allerdings gibt es einen Pfeil nach vorne und einen nach hinten. Also einen Pfeil nach links und einen nach rechts. Und dann ist auch wieder klar quasi, dass der vordere, also mit dem Pfeil nach links für die Frontzapfwelle ist, der andere nach hinten. Und auch hier ist es so, wenn ich mich im Stand befinde, muss ich zweimal antippen, damit die Zapfwelle anläuft. Und wenn ich während der Fahrt die Zapfwelle anmachen möchte, muss ich nur einmal antippen. Und die Zapfwellendrehzahl wähle ich entsprechend auch wieder im Terminal vor. Und was auch geil ist, den Stationärbetrieb muss ich nicht wieder durch irgendeine wilde Tastenkombination oder gedrückt halten oder sonst irgendwas einleiten, sondern kann ich auch tatsächlich im Terminal, indem ich einfach eine Taste antippe und dann ist der Stationärbetrieb aktiviert. Daneben die bekannten vier Linearmodule oder Rocker mit den entsprechenden Tasten dahinter, wie wir es bereits aus den Vorgängermodellen schon kennen, sind am Werk mit Hydraulikventilen belegt. Und auch hier können wir jetzt erkennen anhand der Farblogik, was wir für Steuergeräte oder Hydraulikventile jetzt draufgelegt haben. Hier haben wir in dem Fall das Gelbe, weil hier rechts und links die gelben Lampen blinken. Hier haben wir das grüne Steuergerät, hier das rote und auf dem dritten ist jetzt nichts drauf. Also da haben wir keine Belegung. Und oben drüber erkennt man jetzt anhand der blauen LED, dass das grüne und rote in dem Fall freigegeben ist, also nicht gesperrt. Das gelbe ist jedoch gesperrt, weil das da oben rot leuchtet. Und hier hinten haben wir jetzt wieder die Tasten zum Sperren und Entsperren, wie wir es ja eben schon bei den Front- und Heckkrafthebern gesehen haben. Da haben wir einmal hier ganz rechts die Taste mit dem Schloss und dem Hydraulikventil, dass wir alle Ventile sperren bzw. entsperren. Also wenn wir den drücken, sehen jetzt überall die roten Striche drüber und dieses Schloss mit dem Zylinder leuchtet auch rot. Wenn wir es nochmal drücken, dann wird es weiß und auch bei den einzelnen Hydraulikventilen kommt ein weißer Schlüssel. Warum jetzt Schlüssel und nicht Schloss? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht so ganz. Also alle sperren, entsperren, Schloss und ansonsten sind einzelne Schlüssel. Jetzt sehen wir schon, dass das gelbe Hydraulikventil nicht aufgegangen ist. Das haben wir nämlich hier in unserem Terminal gesperrt. Und wenn wir das da entsperren, dann wird es natürlich auch blau. Und dann können wir alle aktivieren oder deaktivieren über diese eine Taste, wie es auch bereits zuvor von den Folientastern bekannt war. Wenn wir jetzt beispielsweise jetzt diese Taste mal, diesen Rocker hier mit einem anderen Steuerventil belegen würden, nur um das mal eben schemenhaft einmal darzustellen, dann würden wir hier reingehen in unsere Hydraulikventile und beispielsweise das Blaue dahin machen. Und dann sehen wir direkt, dass sich die Farben geändert haben zu blau rechts und links. Hier auf der linken Seite, wie gesagt, die Fahrpedalauflösung und das Handgas. Und wenn wir unsere Armlehne aufmachen, haben wir, wie gesagt, keine elektrische Spiegelverstellung mehr. Die ist jetzt ins Terminal gewandert. Allerdings finden wir in der Armlehne jetzt unsere USB-Anschlüsse. Also wir haben nicht mehr diese komische Klappe unten am Terminal, die man nicht einriegeln kann und sonst was. Wir haben jetzt die USB-Anschlüsse hinten in der Armlehne drin. Und ab Werk bekommt man eine Schnittstelle und wir haben jetzt hier tatsächlich vier drin. Ja, wann braucht man vier, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Also wenn man jetzt ein Smart Device auflädt und dann trotzdem noch einen USB-Stick anschließen will oder sowas, dann sind vier natürlich schön. Ansonsten ist fast die eine Schnittstelle besser, weil man dann besser einen größeren USB-Stick anschließen kann, falls ihr versteht, was ich meine. Weil hier doch recht begrenzter Platz hinten ist. Aber mit so einem kleinen USB-Stick hier funktioniert das auf jeden Fall tadellos. Was auf jeden Fall auch neu ist bei diesen vier USB-Schnittstellen da hinten, dass ich jetzt auch Smart Devices vernünftig laden kann. Denn ich kann aus diesen Schnittstellen da hinten jetzt bis zu 2500 mA herausziehen.
Was für viele wahrscheinlich auch noch interessant ist, dass diese vier USB-Schnittstellen hier in der Armlehne auf jeden Fall keine Verbindung zum Infotainment-System haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen USB-Stick mit Musik oder Hörbüchern oder sowas habe, dann müsste ich den hier oben reinstecken, oben im Dachhimmel in die USB-Schnittstelle und nicht hier unten in der Armlehne, denn die ist rein weg zum Datenaustausch gedacht. Um euer Smartphone, Tablet oder sonst was zu laden, gibt es ansonsten hier auch noch eine clevere Durchführung, eine Kabeldurchführung durch die Armlehne, dass die Kabel, die Ladekabel nicht gequetscht werden, wenn die aus der Armlehne rausgelegt werden. Und dann kann man, wie gesagt, schön sein Handy und so weiter jetzt laden hier durch diese neue Handyhalterung oder wenn man sein Tablet hier irgendwo angebracht hat. Und dann funktioniert das auch. Ansonsten haben wir hier jetzt noch diese beiden Versteller wieder, um unsere Armlehne halt nach vorne, nach hinten oder hoch und runter zu verstellen. Und dann sind wir mit der Armlehne eigentlich soweit durch. Dann haben wir natürlich auf der rechten Seite oben im Dach noch, wie gesagt, unser weiteres zusätzliches 12-Zoll-Terminal, was die gleichen Funktionen beinhaltet wie auch das 12-Zoll-Terminal bei uns an der Armlehne. Dieses Terminal kann ich, wie gesagt, wenn ich es nicht brauche, bis zur Hälfte einschieben und dann werden quasi die oberen Kacheln ausgeblendet. Ich kann aber trotzdem noch in den unteren drei Kacheln quasi mir irgendwelche Sachen zu... weiß ich, in dem Fall Beleuchtung, Hydraulikventile, Medien anzeigen lassen. Und wenn ich doch ein bisschen mehr Anzeigefläche haben möchte, dann kann ich das ganze Ding einfach wieder antippen und runterfahren lassen. Dann fährt er runter und sobald er eine gewisse Tiefe erreicht hat, schalten die oberen Kacheln quasi wieder dazu. Falls ihr warum auch immer einen solchen Trecker ohne das optionale Terminal oben im Dach gekauft haben und habt euch jetzt doch entschieden, ihr möchtet das doch unbedingt haben, ist es, soweit ich weiß, auch möglich beim 300er Gen 4 und 700er Gen 6 das ganze Ding noch nachzurüsten. Ansonsten, wie gesagt, kommt jetzt kommende Woche ein Update, also kann es sein, dass es noch weitere Funktionen dann in dieser Kabine, in diesem Bediensystem gibt, auf die ich in diesem Video noch nicht eingegangen bin, also ich bitte dann da ein bisschen drüber wegzusehen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch einen groben Überblick über die ganze Kabine geben konnte und im nächsten Video springen wir dann in die Terminals und gucken uns an, ja, wie man sich da zurechtfindet, wie man sich da einrichtet und so weiter. Und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.